Hallo, ich bin Jakob und bin 11 Jahre alt. Hallo, ich bin Ella und bin 9 Jahre alt. Hallo, ich bin Mariam und bin 9 Jahre alt. Hallo, ich bin Luca und ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin Luisa und ich bin 7 Jahre alt. Hallo, ich bin Matthias und ich bin Astronaut. Ihr habt doch bestimmt Fragen an den Astronauten. Ja, gibt es auch Astronautinnen? Ja, es gibt Astronautinnen. Wir haben gerade jetzt im Moment sogar 2 Frauen im Weltraum. Und die Astronautinnen, die machen genauso guten Job wie die Astronauten. Es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Weltraum. Was ist ein schwarzes Loch? Ui, ein schwarzes Loch. Das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist Physik schon. Das kannst du dir vorstellen, ist ein Bereich, wo sehr viel Masse ist. Und diese Masse ist so schwer und die zieht alles an, da ist so viel Schwerkraft, dass nichts mehr entkommen kann. Selbst Licht kann nicht mehr entkommen und deswegen heißt es auch schwarzes Loch. Man kann das eigentlich nicht sehen. Und was passiert, wenn man da reinfliegt? Da fliegt man nur rein, aber nie wieder raus. Aber du brauchst keine Angst davor zu haben, das nächste schwarze Loch ist so weit weg von uns, dass wir auf der Erde da ganz, ganz sicher sind. Du hattest auch noch eine Frage, ja? Wie putzt man sich im Weltraum die Zähne? Wie man sich im Weltraum die Zähne putzt. Also das macht man wie auf der Erde. Du hast eine Zahnbürste, da machst du Zahnpasta drauf, dann putzt du dir die Zähne. Aber jetzt kommt der Unterschied. Auf der Erde spuckst du ja nachher aus und das geht ins Waschbecken. Wir haben dort oben aber kein Waschbecken, sondern wir spucken entweder in so ein Papiertuch und werfen das weg oder wir schlucken die Zahnpasta runter. Deswegen haben wir extra Zahnpasta, die man unterschlucken darf. Und das ist der einzige Unterschied. Aber putzen ist genauso wie auf der Erde. Und wie die Toilette? Die Toilette ist auch eine gute Frage. Auf der Raumstation ist ja alles schwerelos, ja? Das heißt, wenn ich da in mein großes Geschäft mache, dann könnte es nahe sein, dass das alles da rumschwebt. Ich möchte aber nicht, dass das da rumschwebt. Deswegen ist in der Toilette ein Staubsauger eingebaut. Und während ich auf der Toilette sitze, und ich muss festgeschnallt sein, damit ich da nicht wegfliege, dann wird alles, was nach unten in die Toilette soll, wird dann nach unten gesaugt. Und beim Pipi machen genauso. Dann pinkeln wir auch in so einen Schlauch, wo dann hinten dran ein Staubsauger ist. Dann wird das alles aufgesaugt. Beruhigend. Ja, das klappt. Was würden Sie, wenn Sie im Weltall sind, am meisten vermissen? Ja, also ich bin sehr gerne draußen im Wald oder auch am Meer, so die frische Luft. In der Station ist man in einem geschlossenen Raum für 6 Monate. Und ich denke mal so, der Wind, der einem um die Nase weht und auch die frische Luft, die Bäume und die Pflanzen zu riechen, ich denke, das wird alles fehlen. Aber das weiß ich ja und es ist ja nur für 6 Monate. Und dann komme ich wieder zurück und dann freue ich mich doppelt auf die Erde. Meine Frage wäre, was würden Sie denn in Ihrer Freizeit, was würden Sie da machen? Ja, also auf der ISS arbeiten wir am Tag 8 bis 10 Stunden und danach mal Freizeit. Am Wochenende arbeiten wir Samstag den halben Tag und haben dann Samstag Nachmittag frei und Sonntag ganz frei. In der Zeit können wir lesen, wir können Musik hören, aber was wir am meisten machen ist, wir gucken runter zur Erde, weil das ist natürlich ein Ausblick, den wir genießen möchten. Den gibt es vielleicht nur einmal im Leben, vielleicht zweimal, wo man hochgeschickt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenige Leute haben die Chance, runterzublicken auf die Erde und unseren Planeten wirklich als Kugel vor uns zu sehen und dann wirklich zu fühlen, hinten dran ist alles schwarz. Das ist unser Planet, wir alle gehören da zusammen auf dieses Raumschiff Erde. Und die meisten Astronauten, die fühlen dann auch, wir müssen unsere Erde schützen, weil das ist alles, was wir haben zum Leben. Was muss man denn überhaupt machen, um Astronaut zu werden? Gut, um Astronaut zu werden, gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, entweder bist du ein Testpilot, also ein Kampfpilot, vielleicht bei der Luftwaffe mit einer Zusatzausbildung. Aber was viel wahrscheinlicher ist, dass du vielleicht Physik studiert hast oder du hast Medizin studiert oder du bist vielleicht Ingenieur. Ja, das sind die Möglichkeiten. Und wenn du das studiert hast, dann kannst du dich bei der ESA bewerben, um Astronaut zu werden. Und das geht nur, wenn es auch eine offene Auswahl gibt. Das ist alle 10, 15 Jahre der Fall. Vielleicht 2020 ist die nächste Auswahlrunde. Und dann dauert es 1 Jahr lang, um die Astronauten auszuwählen. Und nach der Auswahl beginnt dann das Training der Astronauten.
Wieso kann denn die ISS im Weltraum schweben und stürzt nicht einfach auf die Erde? Ja, also die ISS schwebt nicht im Weltraum, sondern sie fällt die ganze Zeit um die Erde rum. Genauso wie der Mond. Der Mond bewegt sich ja auch um die Erde rum. Und das Ganze ist so, dass die ISS so schnell um die Erde fällt, dass sie nie auf die Erde zurückfällt, runterfällt, sondern sie fällt gerade immer so an der Erde vorbei. Genauso ist das auch mit den Satelliten. Die fallen auch alle um die Erde rum. Und weil da oben keine Luft ist, werden die auch nicht abgebremst. Ja? Man muss einfach die gewisse Geschwindigkeit haben, dass man so schnell ist, dass man immer an der Erde vorbeifällt. Und in der Raumstation sind dann die Astronauten, die fallen genauso schnell wie die Station. Hört sich ein bisschen seltsam an, wenn ich sage, die Station fällt um die Erde oder die Satelliten fallen um die Erde oder der Mond fällt um die Erde. Aber so ist das eigentlich. Das ist die Anziehungskraft, würde die Station auf die Erde ziehen, damit wir nicht auf die Erde fallen, sondern immer daran vorbeifallen und im Kreis rumfliegen, müssen wir schnell sein. Wie lange kann ein Mensch halt im Weltall überleben? Also, es hängt immer davon ab, wie die Ausrüstung ist. Also ein Mensch im Weltraum an sich ohne Schutz kann eigentlich gar nicht überleben. Weil wir brauchen Luft zum Atmen und im Weltraum haben wir ja Vakuum. Das heißt, in einer Raumstation, in der Luft ist, die ich atmen kann, kann ich sehr lange überleben. Im Weltraum gibt es aber auch noch sowas wie Weltraumstrahlung und das ist nicht gut für die Gesundheit. Deswegen fliegen Astronauten meistens nur ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr zur Raumstation. Danach ist dann das Risiko für die Leute dann zu hoch und dann könnte man krank werden. Ja, das heißt, normalerweise sind Astronauten auf der Raumstation 6 Monate bis manchmal auch 12 Monate. Wenn wir Richtung Mond fliegen, dann überlegen wir, dass wir vielleicht am Anfang nur einen Monat maximal am Mond sein werden, wegen dieser Weltraumstrahlung. Das ist so ähnlich wie auf der Erde ein Sonnenbrand. Wenn du zu lange in der Sonne bist, bekommst du einen Sonnenbrand, das willst du nicht. Und deswegen kann man halt nur kürzer bleiben. Weil wenn wir auf dem Mond vielleicht eine Mondstation aufbauen, die uns schützt vor diesem Sonnenbrand, dann können wir vielleicht auch länger bleiben. Blendet die Sonne im Weltall? Ja, die blendet sogar viel stärker als hier auf der Erde. Hier auf der Erde haben wir ja die Atmosphäre. Und wenn die Sonne auf die Atmosphäre scheint, dann leuchtet die komplett blau. Deswegen sehen wir den blauen Himmel. Und das macht so, dass die Sonne so ein bisschen abgemildert wird. Ja? Oben auf dem Mond oder außerhalb in der ISS haben wir aber keine Atmosphäre. Das heißt, die Sonne scheint viel, viel härter. Und deswegen müssen wir, wenn wir nach draußen gucken, wenn zum Beispiel eine Versorgungskapsel kommt, die wir einfangen müssen, dann tragen wir Sonnenbrillen auf der ISS. So, das war jetzt ziemlich spannend heute, oder? Ja. Ja? Hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir? Ja. Super. Gut, dann sagen wir jetzt Tschüss den Leuten, die zugeschaut haben. Tschüss.